Ja, hallo. Wir stehen jetzt im Hauseingang von der Vier-Zimmer-Wohnung in Stuttgart-Mitte. Und ich möchte Ihnen hier mit dem Video die einzelnen Ausstattungsmerkmale von diesem Hauseingang zeigen, damit Sie für sich selber besser entscheiden können, ob sich eine Besichtigung für Sie dieser Wohnung lohnt oder nicht. Am Ende dieses Videos hinterlasse ich einen kleinen Link. Sie können dann auf diesen Link klicken und kommen dann auf den Flur von der Wohnung. Okay, soweit so gut. Jetzt beginne ich mal. Sie sehen, was besonders ist an dieser Wohnung hier, ist dieser hervorragend herausgearbeitete Altbaucharakter. Sie sehen diese Bordüren und dann sehen Sie hier einen schwarzen Marmor und der geht dann dort über einen weißen Marmor. Ich zeige mal ganz kurz. Und reingekommen sind Sie durch ein solches Portal. Das kann man schon nicht mehr Türe nennen, weil es einfach massiv groß ist. Ich bleibe jetzt mal da stehen. Jetzt fahre ich mal da hoch, dann sehen Sie diese ganzen Elemente. Ah, das ist jetzt, na doch, Sie sehen es unten rechts hier an der Stelle. Ja, Sie sehen es. Ja, das ist die Haustüre. Das ist dann der Blick, jetzt kann ich mich ein bisschen schneller drehen. Das ist der Blick, den Sie haben, wenn Sie direkt reinkommen. Sie sehen, das ganze Treppenhaus ist mit einem dunklen Holz verschalt und an der Stelle kommt ganz klar dieser herrschaftliche Charakter des Hauses und der Wohnung zum Tragen. Sie sehen, wie hoch und breit das ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch. Hier ist dann der Terrazzo mit so einer schönen Freske. Und hier beginnt dann das Treppenhaus, hier ist diese Holzvertäfelung. Und es dauert jetzt eine Sekunde, bis sich die Kamera darauf eingestellt hat. Entlang dieser Holzvertäfelung sehen Sie wieder diese Ziergirlande, die Sie im Eingangsbereich gesehen haben, die Sie dann dort in den einzelnen Glaselementen wiederfinden. Jetzt mal da hoch, Sie sehen hier in den Glaselementen, können Sie schon sehen, die sind bunt verziert, sehr vergleichbar. Wie in der Kirche nahezu. Ich schwenke jetzt nochmal. So, jetzt kommt da gerade unten jemand rein. Gut. Und hallo, das ist jetzt der Eingangsbereich oben. Und da ist jetzt eine nette Dame. Und so sieht dann die Wohnung im vierten Stock aus. Ich laufe jetzt nicht hoch alle vier Stockwerke, weil ich zu faul bin. Sie sehen, die Leute haben auch noch Humor hier. Und verzeihen meinen Überfall. Und ja, danke, tschüss. Und so sieht das Treppenhaus aus. Ja, man muss halt immer ein bisschen witzig sein und die sind nett, die Leute hier. Okay, nochmal, das ist jetzt nicht die tatsächliche Wohnung. Die tatsächliche Wohnung ist drei Stockwerke höher, aber das macht jetzt keinen Sinn, mit Ihnen drei Stockwerke durch das Treppenhaus zu laufen, weil das Treppenhaus gleich ist. Klicken Sie am Ende einfach auf diesen Link. Und Sie kommen in den Flur. Danke, tschüss.